1945. Vorbei ist der Krieg und vorbei die Hitlerzeit. Die Deutschen richten ihre Blicke nach vorn. Ein fleißiges Volk wird in harter Arbeit wieder zu neuer Wohlfahrt kommen. In Rekordzeit entsteht aus den Ruinen des Dritten Reichs im Westen eine Demokratie. Blühend und voller Wohlstand. Die Deutschen haben ein Wunder vollbracht. Ich schwöre es, so wahr mir Gott hält. Dies ist die Geschichte, wie wir sie alle kennen, aber es gibt noch eine andere Geschichte. Dieser Film erzählt zum ersten Mal, wie amerikanische Experten das deutsche Wunder geplant und durchgesetzt haben. Westeuropa ließ sich nicht wieder aufbauen, ohne den Motor Deutschland. Wir reagierten sofort auf die Sowjetpropaganda. Jede ihrer Lügen stellten wir richtig. Ihr habt ein totalitäres System gehabt, wollt ihr noch eins? Die Amerikaner verfügen über modernste Methoden der Meinungsbeeinflussung. Sie setzen sie ein, um die Deutschen zu überzeugten Antikommunisten zu machen. Ihre wichtigste Waffe, der Film. Wenn Propaganda nicht ehrlich ist, ist sie kontraproduktiv. Entweder sagt man die Wahrheit oder gar nichts. August 1949. Die Sowjetunion testet erfolgreich ihre erste Atombombe. Es war ein großer Schock. Von nun an konnten wir die Welt nicht mehr durch die Drohung mit der Atombombe kontrollieren. Erstmals seit Ende des Weltkriegs sind die USA nicht mehr die einzige Supermacht, die Atomwaffen besitzt. Jeder Konflikt mit der Sowjetunion droht von nun an in einer nuklearen Katastrophe zu enden. Wenn eine militärische Konfrontation, eine direkte militärische Konfrontation mit globalem Ausmaß zwischen beiden Hauptkontrahenten nicht mehr möglich ist, dann verlagert sich dieser Konflikt auf andere Ebenen. Der Propagandakrieg wird zum Ersatzkrieg. Das Weiße Haus weist seine Propagandastäbe an, Westeuropa zum Bollwerk gegen den Sowjetkommunismus auszubauen. Kein Staat darf aus der Front des Westens gegen Stalin ausscheren. Wichtigstes Zielgebiet der amerikanischen Propaganda, die frisch gegründete Bundesrepublik. Die Vereinigten Staaten merkten, dass sie Deutschland brauchten für ihre eigene Sicherheit. Es war das größte Land mit der größten Industrie. Westeuropa war ohne den Motor Deutschland nicht denkbar. Speziell für die Bundesrepublik entwerfen die Amerikaner eine millionenschwere Propagandakampagne. Noch gibt es kein Fernsehen und das Kino ist der Ort, an dem man die Massen erreicht. Also werden Filme produziert, die jeder Kinogänger zu sehen bekommt. Sie sollen den Deutschen zeigen, warum es sich lohnt, im Westen zu leben. Dies ist die Geschichte zweier deutscher Städte, die 400 Kilometer voneinander entfernt liegen. Aber es ist mehr als das. Es ist die Geschichte zweier Weltanschauungen, zweier politischer Systeme, unter denen die Menschen heute leben. Ideen, nicht allein Kilometer, trennen die eine Stadt von der anderen. Dies ist Dresden inmitten der sowjetischen Zone Deutschlands, der Zone des demokratischen Wiederaufbaus, wie die Kommunisten sie so gerne nennen. Diese Stadt war 1945 zu 80% zerstört. Heute, 4 Jahre später, sind noch immer nahezu 80% der Stadt zerstört. Es ist 1949. Und noch immer warten die Dresdner auf mehr Lebensmittel. So sieht es also im heutigen Dresden aus, wo Frieden und Freiheit nur auf dem Papier stehen. Endergebnis eines politischen und wirtschaftlichen Systems, unter dem man heute im östlichen Teil Deutschlands lebt. Der erschütternde Lebensstandard, die völlige Unterdrückung jeder Meinungsfreiheit, nicht? Das waren scharfe Waffen in der Hand derjenigen, die sagten, also wir können uns dem Kommunismus nicht irgendwie anpassen oder anschließen. Dieses Regime war nicht besser als das Nazi-Regime. Die Ideologie war wunderbar, aber die Praxis genauso schlecht. Also mussten wir den Westen verteidigen. Die
400 Kilometer von Dresden entfernt, liegt eine andere deutsche Stadt, lebt eine andere Weltanschauung. Vor 4 Jahren lag Stuttgart, genau wie Dresden, in Trümmern. Heute lebt es wieder. An Stuttgarts Mauern sind keine politischen Plakate. Dafür sind Stuttgarts Läden voller Waren. Hier sind Schaufenster zu sehen und keine Propaganda. Das also ist die Geschichte zweier Städte. Es ist die Geschichte von Ruinen und Wiederaufbau. Von Armut und Wohlstand. Die Bundesbürger sind von den Propagandafilmen der Amerikaner zunächst nur wenig beeindruckt. Anders als die Filme behaupten, ist der Lebensstandard 1949 für viele im Westen keineswegs höher als im Osten. Von Wohlstand weit und breit keine Spur. Das Problem war, dass ja nach der Währungsreform nicht ein Wirtschaftswunder einsetzte. Es lebten ja noch gut mindestens 10%, also in miesen Löchern, also Garagen und ähnlichem. Und das ist erstmal ganz massiv, sagen wir mal, die Preise hoch, die Löhne runter, Entlassungen, ein Einschnitt gab. Der Kreml beantwortet die Propagandafilme der USA mit einer Gegenoffensive. Stalin lässt Filme produzieren, die den American Way of Life als Blendwerk darstellen, das die Menschen von ihren Nöten ablenken soll. Amerikanische Kultur. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Damenringkämpfe, ein edles Erzeugnis der USA-Kultur. Im Rahmen des Marshallplans nach Westdeutschland und nach Westberlin importiert. Finden Sie nicht, dass diese verwickelte Angelegenheit ungemein ablenkt von der Misere und Pleite in Westdeutschland, von Demontage und Besatzungsstatut, von Arbeitslosigkeit? Vielleicht hätten die Damen auch lieber eine ruhige Stellung. Die anti-amerikanische Propaganda richtet sich gezielt auch an Westberliner, die die Filme jederzeit in den Kinos Ostberlin sehen können. Dafür locken im Gegenzug die Amerikaner DDR-Bürger in die Westkinos. Das sind Ostberliner, die in Scharen in die Westsektoren der Stadt kommen, um einen Blick in die andere Welt zu tun. Verschiedene Westberliner Kinos bieten ihnen jetzt Eintritt zu ermäßigten Preisen in Ostgeld. Ein Film- und Wochenschauprogramm vor dem Eisernen Vorhang ist äußerst aufschlussreich für alle, die Kunst, Unterhaltung und Weltgeschehen ohne die rote Parteibrille betrachten wollen. Frühjahr 1950. Mit Besorgnis registrieren Amerikas Propagandastäbe, dass ein wachsender Teil der westdeutschen Bevölkerung politisch nach links rückt und der SPD zuneigt. Im Weißen Haus deutet man dies als Alarmzeichen. Stalins Propaganda habe erste Erfolge erzielt. Bald drohe ganz Deutschland dem Kommunismus anheimzufallen. Amerika hat nie den Unterschied begriffen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Man sah beide als marxistische Parteien an und begriff nicht, dass die Sozialdemokraten längst keine marxistische Partei mehr waren. Amerikas Abneigung gegen die SPD führt dazu, dass sich das Weiße Haus dem frisch gewählten Kanzler Konrad Adenauer zuwendet. Was ihn so attraktiv für Washington machte, war sein klarer Antikommunismus. So gesehen konnte er gar nichts falsch machen. He could do no wrong. Das muss namentlich den Kommunisten gegenüber gesagt werden. Das zerstören Frieden in der Welt. Sowjetrussland unter Kommunismus ist. Das Entscheidende für Washington war, dass sich Adenauer absolut der amerikanischen Politik anpasste. Nicht, weil er ein Opportunist war, sondern weil er erkannte, dass dies auch für ihn das Richtige war. Wir beobachteten ihn und fanden, dass er zu unseren Plänen passte. Jetzt war er unser Kanzler. Konrad Adenauer entwickelt sich zum Wunschkanzler der Amerikaner. Washington entschließt sich, Adenauer massiv zu unterstützen und seine antikommunistische Haltung bei den Deutschen populär zu machen.
Propagandafilme werden hergestellt, die den Widerstandswillen des Westens gegen das Regime im Osten stärken sollen. Deutschland 1945. Langsam ging es aufwärts. Ein Volk von Schatten in einem gespenstischen Land ging daran, sich eine neue Welt zu schaffen. Der Westen baute auf, der Osten ab. Der deutsche Sowjetstaat, der sich Deutsche Demokratische Republik nennt, presst Halbwüchsige zur sogenannten Volkspolizei, die nichts anderes ist als eine neue SA, eine Sowjetarmee. Wir unterstrichen immer die aggressive Politik der Sowjets und dass sie sich, wenn wir nicht aufpassen, auch Deutschland einverleiben würden. Und immer wieder Übergriffe, Menschenraub, immer neue Gerüchte, Stimmungsmache, Nervenkrieg. Man drückt in Moskau auf einen Knopf und in Pankow spielt eine neue Walze stets die alte Melodie. Propaganda can be truth. Propaganda kann wahr sein, aber es gibt auch Lügenpropaganda, gezielte Desinformation. Die Sowjets haben das wunderbar genutzt. Wir taten es auch. Pfingsten 1950. Die Sowjetunion lässt 700.000 Jugendliche in Ost-Berlin aufmarschieren. Auf diese Weise will Moskau der Welt die Geschlossenheit des kommunistischen Lagers demonstrieren. Die Sowjetpropaganda fraß uns auf. Paraden, Organisationen, Indoktrination. Wir mussten uns einfach wehren. Der Kampf um die Köpfe der Deutschen wird auf einer neuen Ebene fortgesetzt. Präsident Truman ruft die Amerikaner zu einem Feldzug für die Wahrheit auf. Daran soll sich jeder Bürger, jedes Unternehmen der Vereinigten Staaten beteiligen. Republican Steel, einer der großen Stahlgiganten der USA zum Beispiel, initiiert eine Kampagne, in der 65.000 Mitarbeiter weltweit die sogenannten Wahrheitsbriefe verschicken, in der sie über das Leben in den USA berichten. Diese Wahrheitsbriefe wurden an Privatpersonen in Westeuropa geschrieben. Aus Penpals, aus Brieffreunden, sollten dann eben auch Verbündete werden im Kampf gegen die Sowjetunion. Die Wahrheitsbriefe aus den USA tragen private Absender. Damit erwecken sie den Eindruck, sie gäben nur persönliche Meinungen wieder und nicht die staatliche Propaganda. Zugleich dient die Briefkampagne auch noch in anderer Hinsicht dem Profit amerikanischer Konzerne. Hier geht es einfach ums Geld. Die Privatwirtschaft bringt ihre Ressourcen in Amerikas weltweiten Kampf für Freiheit und Demokratie ein und schafft zugleich potenzielle Absatzmärkte, indem sie die Namen amerikanischer Firmen weltweit bekannt macht. Auch Hollywood beteiligt sich am Feldzug für die Wahrheit. Bekannte Filmstars werben für Spenden, um die Propaganda in Europa zu finanzieren. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom built this powerful 135,000-watt radio Free Europe transmitter in Western Germany, answering the lies of the Kremlin and bringing a message of hope to millions trapped behind the Iron Curtain. The Crusade for Freedom is your chance and mine to fight communism. Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City. Or join in your local community. Juni 1950. In Korea überfällt der kommunistische Norden des Landes den pro-westlichen Süden. Präsident Truman spricht zur amerikanischen Nation. This attack has made it clear beyond all doubt that the international communist movement is willing to use armed invasion to conquer independent nations. An act of aggression such as this creates a very real danger to the security of all free nations. Der Koreakrieg war der Angriffskrieg einer kommunistischen Regierung, die versuchte, ein Nachbarland zu erobern. Als bekannt wird, dass Moskau die nordkoreanische Armee unterstützt, entsendet Präsident Truman amerikanische Truppen, um Südkorea zu verteidigen. Zum ersten Mal stehen sich die beiden Supermächte in einem Stellvertreterkrieg gegenüber.
Viele Europäer verglichen die Teilung von Nord- und Südkorea mit der Teilung von Ost- und Westdeutschland. Die Deutschen haben das gedeutet als Beginn, möglicherweise als Beginn eines Dritten Weltkriegs. Diplomaten haben dann nach Washington berichtet, dass sich im Bundestag Abgeordnete mit Zyankali eindecken, dass Waffen gekauft werden, um möglicherweise das Kanzleramt zu verteidigen. Die Bevölkerung war völlig verunsichert. Lebensmittel wurden eingekauft, Wasser, Sprudelwasser wurde deponiert, die Autos wurden vollgeladen. Das war eine der beginnenden Wellen, wo man plötzlich Angst hatte, die könnten hier rüberkommen. Doch die Hoffnung der Amerikaner, dass sich die Westdeutschen nun aus Furcht vor einer sowjetischen Invasion auf die Seite der USA schlagen, erfüllt sich nicht. Viele Deutsche wollten sich aus der Weltpolitik ganz heraushalten. Sie wollten neutral bleiben und sich weder mit dem Osten noch mit dem Westen einlassen. Sie wollten in Ruhe gelassen werden. Die amerikanischen Geheimdienstanalysen gingen zu dieser Zeit davon aus, dass etwa die Hälfte der westdeutschen Öffentlichkeit sich aus dem Ost-West-Konflikt ausklinken möchte. Ein neutrales Deutschland wäre ein sowjetisches, ein kommunistisches Deutschland geworden. Wir konnten das nicht akzeptieren und haben alles getan, um es zu verhindern. Da dröhnt eine Stimme durch die Welt, hart und metallisch. Die Stimme des totalitären Staates. Sie verspricht den Himmel auf Erden. Über Nacht würde sich alles in Europa ändern. Der Staat würde bestimmen, wohin wir gehören und uns festhalten, wo es für seine Pläne notwendig ist. We were telling the Germans what they were really up against. Wir zeigten den Deutschen, mit wem sie es wirklich zu tun hatten, mit einem extrem brutalen Regime. Sie sollten froh sein, dass sie Amerika als Schutzmacht hatten, denn sie brauchten uns. Aber wenn man das schlecht erklärt, wirkt es wie reine Propaganda. Natürlich werden Menschen immer noch in der Sonne spazieren gehen dürfen. Nur reden dürfen sie nicht. Ein unbedachtes Wort zum Freunde gesprochen. Schon bist du verloren. Verboten ist der Zweifel, denn Zweifel und Wissen wollen sind die größten Sünden. Niemals würden wir anzweifeln können, was der Staat beschloss, uns als Wahrheit fortzusetzen. Doch wir haben gelernt, dass keine Diktatur, aufgebaut auf Furcht und Schrecken, lange besteht. Der einzige beständige und lebensfähige Staat ist der, in dem freie Menschen leben. Mit immer neuen Filmen versuchen die Amerikaner, die Deutschen im Kino zu Antikommunisten zu machen. Doch im Pentagon gehen die Planungen einen Schritt weiter. Amerikanische Militärs fordern die deutsche Wiederbewaffnung. Deutsche Soldaten waren unentbehrlich, um die Glaubwürdigkeit der konventionellen Abschreckung nach dem Osten herzustellen. Die einzige Möglichkeit, Deutschland zu verteidigen, war eine Wiederbewaffnung. Amerikas Propagandastäbe erhalten einen noch schwierigeren Auftrag. Nur 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollen sie die besiegten Deutschen davon überzeugen, wieder Waffen in die Hand zu nehmen, diesmal an der Seite Amerikas. Die Mehrheit der Bundesbürger reagiert ablehnend. Die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges sitzen noch zu tief. Das muss man sich mal vorstellen. Totale Niederlage. Trümmer, Ruinen, Krüppel. Und 51 geht es wieder los? 6 Jahre nur? Ohne mich. Jetzt zeigt Bundeskanzler Adenauer den Amerikanern, dass sie zu Recht auf ihn gesetzt haben. Er verspricht ihnen, die Wiederbewaffnung durchzusetzen, auch gegen den Willen der Bevölkerung.
Amerika war die zweite Supermacht und es war die Macht, die die Sicherheit der kleinen Bundesrepublik gegenüber dem Osten sicherte. Und diesen Gedanken hat Adenauer immer gehabt. In diesem Punkt waren unser strategisches und psychologisches Konzept und das von Adenauer deckungsgleich. Im Weißen Haus ergreift man die einmalige Gelegenheit, die sich mit Adenauer bietet. Man beschließt, den amerikatreuen Kanzler zu einem starken Mann aufzubauen, den die Deutschen bewundern und dem sie folgen. Von nun an, so das Kalkül der Amerikaner, soll es der deutsche Kanzler sein, der den Bundesbürgern die Politik Amerikas verkauft. Auf einmal sickerte durch, dass Adenauer, ohne mit dem Kabinett zu sprechen, den Alliierten Zugeständnisse gemacht hat und hinter dem Rücken des Kabinetts die Remilitarisierung aushandelt. Sofort haftet Adenauer in der Öffentlichkeit der Ruf an, ein Erfüllungsgehilfe Washingtons zu sein. Ein Bild, das die Sowjetpropaganda dankbar aufgreift, um eine Offensive gegen den Kanzler des Westens zu starten. Die Schlangen vor den Arbeitsämtern der westdeutschen Städte sind nicht kleiner geworden. Welche Chancen kann Adenauer diesen Menschen bieten? Sie sollen so mürbe werden, dass sie zu allem bereit sind. Bereit, die Söldneruniform anzuziehen. Dr. Adenauer kennt seine Lektion. Er geht den Weg des nationalen Verrates, des Krieges. Adenauer stellt den Amerikanern Westdeutschlands Jugend als Kanonenfutter für ihre Raubpläne zur Verfügung. Das bedeutet Bruderkrieg Deutscher gegen Deutsche. Das sind die ersten deutschen Söldner. Millionen sollen folgen. Aber die Wall Street braucht nicht nur Waffen. Sie braucht Kanonenfutter. Zuerst die Deutschen ins Feuer. Und dann kann Montgomery seine Tommies nach vorne hetzen. Gefahr über Deutschland. Tödliche Gefahr. Der Widerstand in der deutschen Bevölkerung gegen Adenauers Wiederbewaffnungspläne wächst. Unter dem Motto "Ohne mich" formiert sich eine breite Protestbewegung. Adenauer hatte sehr intensive Kontakte zu Meinungsforschungsinstituten. Und da hat sich herausgestellt, er war in einem Stimmungstief. Und um das zu bekämpfen, wurde die ADK gegründet. Und das Hauptziel war, dass Deutschland wiederbewaffnet wird. Die ADK, Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise, ist eine bundesweite Agentur, die gezielt den kleinen Mann auf der Straße anspricht, um ihn auf Bürgerseminaren und in Diskussionen von der Notwendigkeit der Wiederbewaffnung zu überzeugen. Ganz sicher, dass das unter dem Mäntelchen des Antikommunismus eine Propagandaeinrichtung zur Etablierung und Festigung der CDU-Herrschaft gewesen ist. Überhaupt nichts sonst. In kürzester Zeit rekrutiert die ADK fast 20.000 Mitarbeiter. Fragen tauchen auf, woher die immensen Summen stammen, mit der die Organisation ihren Apparat finanziert. Einzelheiten weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen ist also das irgendwie doch bezahlt worden auf irgendeine Weise. Die Finanzierung lief über einen Geheimfonds der Bundesregierung. Das wäre ohne Zweifel aus heutiger Perspektive ein Skandal ersten Ranges. Die 14.000 Ortsgruppen der ADK bieten der Regierung Adenauer ein perfektes Netzwerk, um herauszufinden, wie die Bundesbürger denken und wie man die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Die Erkenntnisse werden auch an die Propagandastäbe in Washington weitergeleitet. Dort erfährt man den Hauptgrund für die heftige Ablehnung der Wiederbewaffnung. Die Bundesbürger fürchten, dass die Aufstellung einer westdeutschen Armee die Teilung Deutschlands vertiefen würde. Stattdessen wünschen sie sich nichts mehr als die Wiedervereinigung ihres Landes. Etwas, das die USA unbedingt verhindern wollen. A unified neutral Germany. Ein wiedervereintes, neutrales Deutschland mit der Sowjetunion und ihren Satelliten als Nachbarn, die hätten leicht in Deutschland die Regierung übernehmen können. Das mussten wir einkalkulieren. Wir waren nicht unglücklich über die deutsche Teilung und Adenauer war es auch nicht. Aber wir mussten alle so tun, als ob wir die Wiedervereinigung wollten.
Offiziell lässt Washington die Deutschen in dem Glauben, die USA täten alles, um die deutsche Teilung zu überwinden. Hinter den Kulissen aber denkt man darüber nach, wie man die Bundesbürger von ihrer Fixierung auf die Einheit Deutschlands abbringen kann. Die Idee war, solange Deutschland geteilt ist, kann man die Deutschen ersatzweise vielleicht für Europa begeistern. European idea. Die Europa-Idee sollte primäres Interesse der Deutschen werden und sollte ihnen helfen, die Teilung Deutschlands zu akzeptieren. Wieder werden Filme produziert. 1952 starten die USA in den Kinos der Bundesrepublik eine neue Propaganda-Offensive. Diesmal für die Idee eines vereinten Europas. Amerikas Idee war es, Deutschland mit anderen Ländern in Europa zu integrieren. In Europe. Es zeigt, mit welcher Umsicht und mit welcher umfassenden Konzeption, ja, die Amerikaner an die ganze Sache herangegangen sind. This is extraordinary. Who has created this These children from all the corners of Europe have overcome the barrier of language that separates their countries. They have understood each other. May their initiative serve as an example to the world at large. May it be a lesson to our adult world. Da bin ich aber stolz auf dich, mein Kind. Washingtons neue Strategie, die Bundesrepublik zum Motor eines vereinten Europas zu machen, führt im März 1952 zu einer überraschenden Reaktion Stalins. The Russians offered us. Die Russen boten uns ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland an. Reunified Germany. Wir haben ihnen nicht geglaubt. We did not believe that the Russians were serious. Im Kanzleramt haben wir die Stalin-Note von vornherein als Propaganda gesehen. Als Propaganda, wir wussten am Anfang noch nicht, wie man der widerstehen konnte. Man hätte vielleicht ein bisschen geschickter damit umgehen können. Aber das war für uns reine Propaganda der anderen Seite. Ohne das sowjetische Angebot zu prüfen, lehnt Adenauer die Stalin-Note ab. Ich glaube, dass es ein Fehler gewesen ist, mehr als ein Fehler, dass durch Adenauer verzichtet worden ist, zu sondieren, wie weit Stalin wirklich gehen wollte. Später stellte sich heraus, dass Stalin sein Angebot absolut ernst gemeint hatte. Er war bereit, seinen Teil Deutschlands aufzugeben, wenn Deutschland als Ganzes neutral geworden wäre.
united Germany. Adenauers vorschneller Verzicht, die Stalin-Note überhaupt nur zu prüfen, wird in der Bevölkerung heftig diskutiert. Viele Bundesbürger empfinden dies als verpasste Chance. Die Tatsache, dass viele Deutsche Stalins Worten Glauben schenken, erfüllt Amerikas Propagandaexperten mit großer Sorge. Eine neue Filmkampagne soll das Sowjetsystem, vor allem das der DDR, lächerlich und unglaubwürdig machen. Und damit, liebe Genossen und Genossinnen, komme ich zu dem Thema unserer heutigen Versammlung, Ost-Berlin und West-Berlin. Wir zeigen Ihnen jetzt den Unterschied, wie Tag und Nacht. Wilhelm Farb. Fast gar keine. Wir sind auf dem Gebiet der Textilien viel besser dran. Was wir an Textilien allein für die Propaganda verplempern, davon könnte man halb Europa einkleiden. Und wenn sie sich im Westen schon was anziehen, denn lauter unpraktische Sachen. Wie soll denn so eine Frau auf der Kolchose arbeiten? Oder stellt euch die mal auf den Traktor vor? Die sowjetische Propaganda in Deutschland hat uns sehr beunruhigt. Wir mussten uns dagegen wehren, mit unserer Presse, mit unseren Filmen. Jede ihrer Lügen mussten wir korrigieren. Ich komme nun zu dem großen Problem der Jugend. Unsere fortschrittliche Jugend weiß, worum es geht. Selbst der kleinste Junge hat schon ein Ziel und kämpft so lange, bis er es erreicht hat. Und infolgedessen geht es bei uns friedlich und ruhig zu. Und wenn sich diese Jugend so entwickelt, wie wir es ihr eintrichtern, dann wird der Tag nicht mehr ferne sein, wo wir erreichen, was wir alle erhoffen, nämlich das Ende. Während die amerikanische Propaganda daran arbeitet, das Sowjetsystem in der Bevölkerung zu diskreditieren, bringt Adenauer im Februar 1952 die von Washington gewünschte Wiederbewaffnung zur Abstimmung ins Parlament. Es handelt sich um eine lebenswichtige Entscheidung des ganzen deutschen Volkes. 156 Abgeordnete stimmten gegen die Entschließung. 204 Abgeordnete erklärten sich für eine deutsche Beteiligung an der Verteidigung des Westens unter voller Gleichberechtigung. Das Abstimmungsergebnis ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Zusammenfassung der Kräfte der freien Welt. Gegen den Willen der Bevölkerung setzt Adenauer die Wiederbewaffnung durch. Die Quittung folgt auf dem Fuß. Seine Popularität sinkt dramatisch. Die CDU war auf dem Nullpunkt angelangt, um es mal so ganz deutlich zu sagen. Die war auf unter 24% gerutscht in der Bevölkerung. Adenauer selbst begann zu zweifeln an seiner Politik. Und es gab Phasen in dieser Zeit, wo wir wirklich im Kanzleramt der Meinung waren, na, ob der alte Herr das noch schaffen kann. Auch in Washington ist man alarmiert. Die gesamte Deutschlandpolitik der USA steht und fällt mit der Person Adenauers. Als im November 1952 Dwight D. Eisenhower zum neuen Präsidenten gewählt wird, verlangt er, alles zu tun, um den Bundeskanzler im Amt zu halten. Mit dem Amtsantritt Dwight D. Eisenhowers 1953 intensivieren sich die amerikanischen Propaganda-Anstrengungen in Übersee. Die Maxime, Adenauer in jeder Hinsicht zu unterstützen, gilt als Leitsatz. Es ging so weit, dass überlegt wurde, das Wahlrecht völlig zu verändern, um es irgendwie so mit Trick 17 noch für, besser für die CDU hinzukriegen. Wir alle, die wir danach gefragt wurden, haben gesagt, um Gottes Willen ändert nicht das Wahlrecht. Da sagen die Leute, die haben betrogen. Die Propagandastäbe der Amerikaner ziehen ihre letzte Trumpfkarte. Um den Wahlsieg Adenauers sicherzustellen, laden sie den Kanzler der Bundesrepublik als ersten deutschen Regierungschef überhaupt auf Staatsbesuch in die USA ein.
Diese Amerikareise sollte Adenauer zugutekommen im Wahlkampf und ihn, wie gesagt, als großen Staatsmann präsentieren und war ein Symbol für die staatsmännische Bedeutung Adenauers. Wir konnten nicht riskieren, dass die SPD an die Macht kommt. Also beschlossen wir, dem alten Herrn Rückenwind zu verschaffen. Da ist die Freiheitsstatue. Gruß und Symbol der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wird es dem ersten deutschen Kanzler, der zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten kommt, gelingen, 8 Jahre nach dem totalen Zusammenbruch, für sein Volk das Vertrauen zu gewinnen, das ihm ein Leben in Freiheit und Frieden und die Rückgewinnung seiner Einheit erreichen hilft? An diesem hellen Ostermontagmorgen kommt schon mit dem Lotsenboot die amerikanische Presse an Bord. Wochenschaukameras und Bildberichter stehen in langer Reihe. We are working with you for peace and freedom. Dass der deutsche Bundeskanzler in dieser Weise von Amerika empfangen wird, persona gratissima beim amerikanischen Präsidenten ist, das war toll. Die gesamte Amerikareise Adenauers wird von amerikanischen Propagandaexperten perfekt inszeniert. Auf seiner 14-tägigen Reise quer durch die Vereinigten Staaten entstehen unerhört wirkungsvolle Filmbilder. Überall, wo Adenauer hinkommt, wird er freundlich empfangen. Wochenschauen sorgen dafür, dass die Aufnahmen in Deutschland für jedermann zu sehen sind. Die Amerikareise Adenauers ist im Politischen eigentlich vergleichbar mit dem Wunder von Bern im sportlichen Bereich. Deutschland war für viele wieder angekommen in der Gemeinschaft der Völker. Arlington, der große Ehrenfriedhof vor den Toren der Hauptstadt. Von amerikanischen Offizieren getragen, folgt die deutsche Flagge dem Bundeskanzler, der zur Kranzniederlegung vor dem Grabmal des unbekannten Soldaten schreitet. Da muss man sich noch in die Kriegszeit hineinversetzen können, nicht? Und die Erbitterung, mit der da gekämpft wurde und die alliierten Bombenangriffe, nicht, hier auf die deutsche Zivilbevölkerung, alles das. Und nun stehen die beiden Staatsmänner da auf dem Friedhof, auf dem offiziellen Friedhof in Arlington, friedlich beieinander. Das flößt natürlich Vertrauen ein. Eine Ehrung, die den Gefallenen aller Völker gilt. Diese Stunde, sagt Dr. Adenauer den amerikanischen Presseleuten später, wiegt mehr als viele Seiten beschriebenen Papiers. Bei seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten bereiten die Deutschen Adenauer einen triumphalen Empfang. Sein erster Weg führt ihn unmittelbar vom Flugfeld zum Parteitag der CDU. In der überfüllten Ernst-Merck-Halle, in der ihm Tausende zujubelten, eröffnete Adenauer den Wahlkampf der CDU. Unter dem Eindruck seiner Amerikareise richtete er seinen Appell an das deutsche Volk. Und dann fing er sofort an mit diesem Stichwort, das ihm die Amerikaner gegeben hatten, nämlich Arlington. Er schilderte einfach, wie die Amerikaner ihn aufgenommen haben und dass dieses Deutschland voll anerkannt ist und dass er hier zum ersten Mal auf diesem Kontinent die deutsche Nationalhymne, das funktioniert. Na, das war ungeheuerlich. Psychologisch meisterhaft. Und Begeisterungsstürme haben ihn empfangen. Ich übertreibe jetzt aber. Es war so, als ob der Herr übers Wasser wandeln kann. Die amerikanische Propaganda für Adenauer zahlt sich aus. Unmittelbar nach der Amerikareise schießt die Popularität des Kanzlers in die Höhe. Das Bild des großen Freundes der Vereinigten Staaten begeistert die Deutschen. Endlich ist man wieder wer. Für Adenauer war es absolut entscheidend, dass ihm Amerika eine solche Wahlhilfe gegeben hat. Nur mit dem Öl der Amerikaner gesalbt kann man hoffen zu gewinnen. Ohne amerikanisches Öl ist ja nichts zu wollen. 2 Monate vor der Bundestagswahl hat Konrad Adenauer in Meinungsumfragen seinen Rückstand auf die Opposition aufgeholt. CDU und SPD liefern sich aber immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Im Weißen Haus ist die Lage gespannt. Die Wiederwahl Adenauers entscheidet darüber, ob Amerika seinen wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus halten kann oder nicht. Da kommt es am 17. Juni 1953 zu einem Aufstand in der DDR. Hunderttausende protestieren gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen durch das SED-Regime. Am Potsdamer Platz sind Panzer aufgefahren. Moskau lässt den Aufstand brutal niederschlagen. 100.000 Demonstranten stehen unter dem Feuer der Maschinengewehre. Wir sorgten dafür, dass diese Bilder überall gezeigt wurden. Die Menschen sollten sehen, was passiert, wenn man eine kommunistische Regierung hat. Wir zeigten das hässliche Antlitz des Kommunismus. Die Empfindung war, da sieht man, was los ist. Und notfalls wird Freiheit unter die Ketten der Panzer gewälzt. Die Propagandastäbe des Weißen Hauses überlegen, wie sie aus dem Aufstand in der DDR Kapital schlagen können. Sie beschließen, 5 Millionen Care-Pakete nach Berlin zu schicken. Dort sollen sie im Namen der Regierung Adenauer an die Opfer des Aufstands verteilt werden. 15 million dollars worth of food destined for East Germany, where in 3 days 200,000 East Germans wait their turn, for hours in some cases, to collect individual parcels containing 5 pounds of lard, flour, meat, beans and peas. The distribution is done by West Germany at America's request. The furious communist reaction leaves no doubt that every German knows from whence the food came. Der Coup der Amerikaner gelingt. Durch die Lebensmittelspenden steigt Adenauer zum Wohltäter aller Deutschen auf, der in der Stunde der Not die Brüder und Schwestern im Osten nicht vergisst. Jetzt endlich kippt die öffentliche Meinung zugunsten des Wunschkanzlers der Amerikaner. Bei der Bundestagswahl 1953 erzielt Konrad Adenauer einen überwältigenden Triumph. In nur einem Jahr führt er seine Partei aus ihrem Popularitätstief von 24% auf ein Wahlergebnis von 45%. Der Wahlkampf 53 ist auch nur für die CDU gewonnen worden, weil die Menschen sagten, wir fühlen uns bei Adenauer und in den Händen der Amis sicher und wir sind endlich auf der richtigen Seite. Für die Anstrengungen der Vereinigten Staaten, die, meine Freunde, sowohl was die Menschen angeht, wie was die Wirtschaft angeht, ungeheure Lasten auf sich genommen haben, kann jeder Freund des Friedens in der ganzen Welt Ihnen nur dankbar sein. Die zähe Überzeugungsarbeit der Amerikaner hat sich ausgezahlt. Die Bundesrepublik ist mit Adenauer auf lange Sicht im Westen angekommen, an der Seite der USA.